morgen. Oh, Sulle. Und schau gerade gut aus. Ja, dann wärst du nachher schon noch safe. Nein, nein. Der tut mir nicht leid. Sulle, wer wird heimgehen. Mama, das ist ein kluger Lecker in der Sauschenheit. Bla, bla, bla. Hi, alle. Ich muss halt noch die Beziehung. Was nicht so. Operieren. Dann ist Butter zu. Aber irgendwann brennt doch. Der eine, jetzt ist ich der auf dem Tisch. Nein, den Namen von dem Herrn weiß ich leider nicht. Du kannst bis nach Australien auswandern. Die Clara verfolgt dich bis ans Ende der Welt. Ich will, dass du zu mir stehst. Die willen dich allein ins Machten nicht. Wenn wir jetzt wieder nur lasch, lassen wir auf der Stelle scheiden. Das versprichst du schon seit 30 Jahren. Ich hätte eine wichtige Mitteilung für die Gitti. Du den Brief wieder her, ich ist geheim. Ja, Herr Huber, was höre denn noch? Ich bin auf dem Weg zur nächsten sittlichen Verfehlung. Und erst eine Leberknödelsuppe. Ein Gedicht. Und dann noch die neue Frisur. Ja, ja, Herr Eierle, so hat halt jeder seine Träume. Schon schmilzt sie dahin. Mund. Ja, da ist ja die Gitti, gell? Ja. Du bist doch beim vom zweiten Stock. Ja, ja. Ich war beim Friseur. Du warst doch seit 10 Jahren immer beim Friseur. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine. Leute, die zahlte gleich auf die Stirn. Schick da Rissen aus. Mit denen ihn hätte ich überführen können. Junge Magen hat der im Kopf. Und da war ein von lauter Reifen, wo da ist nimmer mehr gerettet. Ich soll nicht, du bist es. Du schaust mir den Hundergespenst. Hund? Hund? Na, Hund, da kommt weiter. Sie kriegt ein Kind und das war schon arg bitter. Das musst du von fremden Leuten erfahren. Na, was? Es ist die Wahrheit. Na! Frau Seiler. Dazu sind Sie mir zu wurscht. Frau Seiler, ich schwör's Ihnen, also, ein gutleibiger, einfältiger Hirsch, lebe in den Wann, dass ich der Einzige in deinem Leben bin. Jetzt musst du mich heiraten. Die Gitti und ich, wir wollen halt ein Paar werden. Frau Hurtig, jetzt verbiert die mir, dass sie mich weiterhin duzen. Noch ein Wort und ich kündig die Wohnung. So, ich hab doch gewollt, dass du ein bisschen Angst hast um mich. Jetzt riechst du, Fräulein. Klar, du! Der Herr Eierle ist mein Verlobter. Und momentan ist die Beziehung unterbrochen. Der ist jetzt augenblicklich wieder mit und dann ist ein für alle Mal Schluss. Peinlich! Also für mich ist die Situation überhaupt nicht peinlich. Für Sie vielleicht, meine Damen? No. Ja. Der hat ins Berge an der Nase umgeziert. Man schaut doch noch ohne traurige Gestalt. Allen klirrender wird er. Recht hast du, Sulle. Greif dein Handtuch. Schämen Sie sich, Herr Eierle. Dazu hat man bei mir noch genügend Gelegenheit. Packen Sie Ihre 7 Zwetschgen, wo am Eheleiter ein paar Pappendeckel schachteln und verschwinden Sie wieder. Das trifft sich sehr gut.